früh morgens machen wir uns auf den Weg zur Turfana. Das gemütliche Campingmobil lässt es leider nicht zu, dass wir bis zur Diebrunner Hütte fahren. Damit ist die Falzarego-Passstraße unser Ausgangspunkt. Und ab und zu geht es dann ganz schnell mit der Tourenauswahl. Die geplante Tour ist überbelegt, das Ausweichziel auch. Aber da gibt es ja noch die lange leichte Tour durch die Südwand, mit der ich häufiger schon geliebäugelt habe. Ein Topo und ein Bild des Einstieges finden sich im Internet und die Zeit sollte sich auch noch ausgehen. Die optimale Vorbereitung für diese Tour ist das allerdings nicht. Der Einstieg befindet sich bei einer markanten Höhle. Das Firnfeld am Einstieg lässt sich auch schon umgehen. Durch die Höhle geht es auf ein Band und bei einem Normalhaken geht es los. Der Fels ist gut, auch wenn natürlich Schutt auf den einzelnen Bändern liegt. Der Kamin in der dritten oder vierten Seillänge ist ordentlich steil. Weiter geht es über gut gestuftes Gelände aufwärts bis zu einem Pfeilerkopf. Hier halten wir uns zu weit links, kommen aber im guten Fels, eventuell etwas schwieriger als die Originalroute, nach oben. Nur die wenigsten Stände sind eingerichtet. Wir finden aber fast immer gute Sanduhren zum Sichern. Da ist ein Steinmann. Die wichtigsten Orientierungspunkte sind aber Steinmänner und da ist man froh über jeden, denn dann weiß man, dass man richtig ist. Bis zur Querung in das erste Amphitheater haben wir ca. 10 Seillängen geklettert. Wer zu früh im Jahr in die Tour einsteigt, wird hier ein bisschen Eis klettern dürfen. Links aus dem Amphitheater heraus geht es über eine Wandstufe mit einem kleinen Dach. Nee, ich sehe das schon. Mehrere Sanduhrschlingen haben hier angezeigt, dass wir richtig sind. Im zweiten Amphitheater führt eine Schuttquerung zu den gut sichtbaren Nischen, die wir in einer Rechts-Links-Schleife über eine Wandstufe erreichen. Bei der Nische geht es dann auf einem Band nach links zu haken. Am Haken nach oben unter ein kleines Dach. Original wird die Route nun vermutlich in einer Rechts-Links-Schleife über eine Rampe gehen. Ich bin unter dem Dach auf einem sehr schmalen Band nach links gequert. Dies war aber bestimmt 5 plus und für den Nachsteiger unangenehm. Weiter ging es kurz nach links zu einem schön zu kletternden Kamin. Über ein Schuttband geht es nach rechts in ein Rinnensystem und links haltend aufwärts bis zu der markanten Querung. Da geht's rüber. Die Querung ist sehr luftig, lässt sich aber sehr schön klettern und ist recht vernünftig abgesichert. Nische mit Wandbuch. Eine weitere Wandstufe bringt uns dann wieder auf die Sonnenseite. Noch ist es nicht ganz geschafft. Ein weiterer Kamin mit einer 4-Plus-Stelle, die ich nicht allzu leicht fand, führt dann zum Ende der Schwierigkeiten. Der weite Weg zum Gipfel ist dann noch lang und darf nicht unterschätzt werden. Wir mussten eine eisige Stelle sehr unangenehm umgehen. Da sehe ich mich dann im Regenbogen winken und bald sind wir auf dem Gipfel. Nur noch 1500 Höhenmeter Abstieg mit einigen Schneepassagen und ein Kletterabenteuer geht zu Ende.